Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge auf der Marsch. Wir werden gleich weitermachen mit Gülle abkramen. Ich habe einen anderen Anhänger geholt. Der andere funktioniert nicht dafür. Warum auch, weiß ich nicht. Ob der Trigger da nicht, nicht zusammenpasst. Jedenfalls, hier geht's rein. Und zwar an der Stelle, wo wir mit anderen zigbar hin und her gefahren sind. Kurz einschalten und rein damit. Hier geht's ein bisschen weniger rein, aber dafür, denken wir mit zwei Ladung kriegen wir hier das alles weg. 12.000 und ein. Die anderen werden auch nicht viel mehr haben. Also schon erledigt. Jetzt haben wir es im nächsten ran. Nehmen wir auch 12.000 mit, denke ich mal. Ungefähr so. Ein bisschen dichter ran. Will er hier die Stelle irgendwann verkaufen? Irgendwann ist gut. Oh, hier ist ein bisschen mehr. Macht aber nichts, kriegen trotzdem rein, fast alles. Und nächsten beiden müssten noch ein bisschen mehr sein, also die Schweine sind älter. Ne? Große Schweine, viel Mist, kleine Schweine, wenig Mist. So, die einfache Logik dabei, ne? Obwohl die Schweine nicht so groß, der Unterschied ist im Alter, ne? Also die sind ja kurz mehr oder weniger hintereinander gekommen, also ist halt so, ne? Und diese Gülle werden wir jetzt entsorgen in die, ja, in die BGA. Das macht sich ganz gut. Bringt zwar kein Vermögen, aber naja, immerhin Geld. Ne? Und wir haben nun mal echt viel, in Anführungszeichen, Verdienst von belegen. Also wir haben ja die Gärreste für Düngerfabrik. Nicht? Also da haben wir mehr wie reichlich, das kriegen wir ja gar nicht verarbeitet. Wir müssen die Gärreste sowieso noch auf den Acker raufbringen irgendwie. Mal schauen, was ich dann nehmen werde, ob ich da Güllesteuer nehmen werde. Entweder vorm Flügen oder nach dem Flügen. Ich muss mal sehen. Ja, ja. Und so kann man mit ein bisschen Geld verdienen mit Gülle, ne? Ist ja eh vorhanden. Und geht jetzt unten nicht rein, aber mit Aussage nehmen wir nichts mit. Natürlich ärgerlich, dass das nicht funktioniert. Andere Anhänger. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal, ne? Nehmen wir halt den anderen, ne? Da haben wir zwei da. Ich hab's irgendwo geahnt, dass ich ihn auch nicht verkauft habe. Ja, ist. Aber ich hab's ja vor, die zu verkaufen. Also die Stelle sollen weg. Und dafür kaufen wir noch einen großen. Und dann brauchen wir noch einmal. Theoretisch sogar mit Kursplay fahren, ne? Also macht sich ja leichter mit einem Stall als mit zwei, ne? Beziehungsweise drei. Ne? Das sind ja vier Stück. Müssten wir jedes Mal sogar zwei Ladungen, ne? Aber da geht es ziemlich schnell voll. Klack, der Stuhl, ne? Das ist so ein Rennstuhl, also nicht wundern, also kein normaler Stuhl. Gerade anfangs, da habe ich immer noch den normalen Stuhl, ne? Aber mir hat es immer gestört, wenn ich gebremst habe, richtig hart oder fest, dass ich über den Stuhl weggerollt bin, ne? Und das hat mich dann doch genervt und habe mich irgendwann entschieden, na jetzt machst du einen richtigen Stuhl, stabilen kann man sagen, richtig stabilen, wo ich im Prinzip sitze und lenke. Deswegen brauche ich auch einen relativ großen Monitor, weil ich ein bisschen weiter weg sitze vom Monitor, als normalerweise der Fall wäre. Ne? Also ich sitze ja nicht unter dem Tisch, sondern mehr oder weniger vor dem Tisch. Und das ist dann macht sich dann ganz gut, wenn der Monitor ein bisschen größer ist, ne? Da ist ein 27 Zoll Monitor ziemlich klein. In Anführungszeichen. Naja, wenn den ganzen Tag das Ding läuft, dann geht auch was weg, ne? Mann, Silage. Schade, dass der Rand dann entsprechend immer so ungünstig ist, wenn man sich da wegkriege. Ja, gut. Ist ein kleiner Verlust, aber was soll's, ne?
So, nächste Gülle. Ja. Aber, das wären dann drei LKWs jetzt. Das wird zwei verkauft. Ja, ja gut, viel gibt's nicht. Ne? 250 pro Liter, glaube ich. Oder pro 1000 Liter ist hier ist ein bisschen geizig. Ne? Also in Thüringen ist teilweise mehr. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Hier ist die gleiche Season-Version drauf. Aber halt. Weißt du, die anderen Grundpreise anders drin. Ne? Also, das kann natürlich sein. Aber gut, das zu raten wäre ein bisschen mühsam. Also deswegen mache ich auch keine Silage mehr für BGH. Das bringt irgendwo nichts, ne? Und die Preise ändern deswegen, na, will ich nicht. Wäre ja im Prinzip wieder auch wieder Cheat. Man muss das so nehmen, wie es ist. Sonst ist es ja irgendwo, ja, ich sag mal so, wenn wir alles so anpasse, dass ich das gut verdiene, dann kann ich mir auch das Geld gut schreiben. Ne? Und dann macht es ja auch keinen Spaß. Ne? Also wenn ich das Geld locker verdiene, dann ist das irgendwo unrealistisch. Ne? Und das persönlich, ich mag es nicht. Also wenn ich ein Spiel so verändere, dass ich im Prinzip das nicht in Arbeit habe, dann ist es wie genau wie ein Cheaten, wie man sagte, aber dann ist irgendwo der Reiz nicht da. Oh, jetzt hast du das Geld verdient, ne? Für zum Beispiel jetzt die Brauerei. Ich will es verdienen und wenn es da ist, ist gut. Wenn nicht, muss ich halt noch mal warten, da halt Schulden zurückzahlen. Ne? Das ist ja halt so. Die Brauerei kostet ja ein bisschen was. Ne? Gucken wir mal rein. Und zwar über Menü. Ja, dann Demo-Menü. Und zwar, das ist neu. Da geht richtig was rein. Oh, wollen wir was tun? Heutrocknung ist alt. Käserei, Kalkberg, Kiesgrube, Komposter. Mehlfabrik würde ich umändern in Mühle, wenn ich es machen würde. Molkerei gibt es auch. Für uns ist aber anscheinend die. Pflanzenschutz noch nicht. Saatgut wäre eine Option. Ja, gut, jetzt nur nicht mehr, haben wir es keinen da. Wir haben alles verkauft: Sägewerk, Schlachter. Der Schlachter kostet rund 700.000. Ja, da brauchen wir, wie gesagt, Ötschis, Schweine. Wir können auch Hühner nehmen. Das sind eigentlich Rinder normalerweise. Ergebnis kommt raus. Oder kommt hier nur Leder? Oder ist hier ein Symbol für Kühe? Oder für Hühner? Also Fleisch jedenfalls, Wurst. Und Leder, glaube ich. Ich habe nicht genügend Geld, das ist typisch. Die will ich jedenfalls kaufen. Und dazu müssen wir halt fleißig Geld verdienen. Da ist auch gut Deutsch, wir müssen hier noch ein bisschen was verhökern, ne? Ein bisschen Gülle nochmal, einen Rest holen. Sollte noch was reingehen. Denk mal, eigentlich nur noch voll. Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Und dann sehen wir weiter. Bier. Fangen wir vorne an. Ja, ihr kommt bald so weit. Ihr wollt gar nicht rufen. Na, 60, Junge, das ist ja richtig viel. Na, 61, ja, da hat einer mal ganz kurz gepieselt. Ne? Na, die Sau, ne? Gut Deutsch. Aber gut. Wertvolle Gülle. Anführungszeichen, ja, wertvoll. Besser wie nix, sag mal so, ne? Nicht aufsteigen.
10.000. Immerhin, ne? Und hier sollte ein bisschen mehr sein. Eine Folge mit Gülle verkaufen. Ja, aber das ist halt so, ne? Das ist mit Cosplay hier nicht machbar. Also den Punkt zu finden ist hier schon schwierig. Aber wie gesagt, die kommen weg, die Beinställe. Und dann kommen hier nachher der Große hin. Oder ich mache hier das komplett anders. Ich weiß auch nicht genau. Im Hof ist auch kein Platz. Eigentlich sind die Fahrerei das Problem, ne? Möglichst kurze Wege, ne? Aber mal sehen, das ist noch nicht ganz. Ist noch nicht so weit. Wichtiger ist immer für mich immer, dass ich den Schlachthof gebaut kriege. Dann kann ich immer einen Stall leer machen. Den ersten. Und dann sehen wir weiter. Ja, fast voll. Gut. Mit den Rest haben wir fast 4 Ladungen gekriegt. Also 30.000. Ja, das bringt schon ein bisschen was. Nicht kein Vermögen, aber halt. So klein Vieh macht auch Mist, ne? Wie man so schön sagt. Hühnerfarm zum Beispiel wird auch noch was Schönes. Aber einen am anderen. So. Jetzt geht zum nächsten. Milch verkaufen. Aber wenn wir erstmal leer machen, damit mit der Silage weiter arbeiten kann. Dann können wir gleich Gärreste mitnehmen und zum Hof fahren. Das wäre auf dem Weg, ne? Dann könnte er sich in aller Ruhe voll machen. What? Wie? Voll mit Gärreste im Gülle? Das gibt's gar nicht. Den muss ich ein bisschen warten. Beziehungsweise fahren Armee verkaufen. Warten können wir hier nicht. Da haben wir den voll. Das ist zum ersten Mal, dass ich im Prinzip mit Gülle voll kriege. Ich habe hier sehr viel zu stehen. Wir steigen mal ein, ne? Dann kommen wir aus dem LKW. So. War ja fast getroffen, ne? So. Nochmal 418. Schauen wir mal, wer was gut zahlt heute, ne? Milch. Ja. Kompost, ja. Post kommt. Ja. Wolfherricht. Milch. Oh, Molkerei. 1200 noch was. Steigend. So, mal einen Deckel zu. Können Fliegen reinkommen. Na gut, im Winter haben wir keine Fliegen. Bei Minusgrade sind keine. Zum Glück kein Schnee. Wenn da Schnee wäre, hätten wir uns durchqueren müssen. Schneeräume ist ja eine Qual, was ich gesehen habe. Dann brauchen wir Bergepanzer. Dann geht auch ohne Schneeräume. Ja, Holz. Ja, wenn wir alles hinkriegen. Ja, heute. Ja. Ich sehe gerade, der Countdown läuft nicht. Aber die Zeit ist auch fast. Da war ja wieder dicht am Umkippen, ne? Und gerade Milch. Oh. So. Hansano. Wo willst du abkippen? War das hier vorne? Eigentlich ja, ne?
Ups. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke es fürs Danke. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal Tschüss und winke, winke. Ciao, ciao. Ja, man sieht sie dann vielleicht zur nächsten Folge wieder. Würde mich freuen. Tschüss. Mal kurz warten, bis es einen Preis gibt. Ne, das kann man auch noch sehen können. Ja, gut. 2, 3, 1. Und Ende. Tschüss. 14.555. 5 für 5. Ja, wisst ihr, was heißt? Tschüss.